So, moin moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Rush Royale Video auf dem Kanal der Taker. Ja, wir haben neue Beschwörungen verfügbar, die schauen wir uns mal schnell an und überlegen auch mal kurz, ob wir da reingehen sollten. Wir haben die Banshee und den Frost. Das wären zwei Einheiten, die wir auf jeden Fall noch theoretisch benötigen würden. Wir können mal kurz rechnen, 3,77, dann kriegen wir die erste für 30 und die zweite für 40. Dann würden noch 307 übrig bleiben und das durch 50 wären 6, also 7, 8 Karten könnten wir uns holen. Damit könnten wir sie auf 12 machen. Ja, könnte man tun, aber würde uns jetzt nicht wirklich voranbringen. Deswegen glaube ich, werden wir da noch verzichten. Bis wir dann doch noch eine Einheit drin haben, die wir kurz vor Max haben. Also hier so ein Harlekin wäre natürlich jetzt absolut nice, wenn wir da jetzt 8 Karten geholt hätten. Das wäre krass. Ansonsten, ja, ist nicht so viel Wichtiges mehr übrig, was wir holen könnten davon. Deswegen glaube ich, dass wir weiter sparen. Aber wer die Banshee sich holen will und vielleicht nah dran ist, die auf Max zu machen, würde sich das auf jeden Fall lohnen, denke ich. Shared Wave. Join our brand new community event for a chance to win crystals. Genau, da müsst ihr eure Wave teilen sozusagen und ein bisschen mal zeigen, wie viel ihr so geschafft habt. Also hier unten die Todeswelle, hier die Zeit rauskopieren und einmal reinschicken. Und da habt ihr die Chance, da ein paar Kristalle zu gewinnen. Ja, wir kriegen hier 100 Staub, den nehme ich aber auch sowas von gerne mit. Und dann holen wir uns gleich noch eine Legendary ab. Ansonsten haben wir eigentlich nicht so viel zu tun gerade, außer noch das Event ein bisschen weiter zu zocken. Let's go. Gestern, oh Stase, sehr gut, waren wir auch lange unterwegs. Wir haben ja Besuch die Woche, machen ein bisschen so Kulturtour heute auch noch, ein bisschen Museen abklappern in Berlin. Deswegen ist die Zeit etwas knapp. Wir haben noch 2 Tage, 15 Stunden Zeit. Wer hier noch was braucht aus dem Festival Talents, der sollte jetzt langsam zuschlagen. Es läuft auch immer noch das Recharge-Event und natürlich auch noch mein Giveaway auf meinem Channel, also Creator-Code. Der Taker nicht vergessen. Außerdem könnt ihr jetzt im MyGames Market direkt mehrere Pakete kaufen. Das war ja immer so ein Kritikpunkt, wenn man zum Beispiel sich hier so einen Eventpass für 10 Euro holen möchte, dass man dann immer 2x50 Platin aufladen musste oder halt einmal direkt die 200. Jetzt könnt ihr theoretisch 2x50 direkt aufladen mit einem Klick. Habe ich auch gestern ausprobiert. Funktioniert problemlos und ja, sehr gute kleine Änderung. Außerdem sieht man auch den Creator-Code jetzt so per Klick. Ihr müsst den nicht mehr eingeben, der Taker. Bei mir stand der jetzt neuerdings schon direkt unter der Schaltfläche. Das heißt, da, wo ihr dann den Creator-Code eingibt, ist so eine kleine Erinnerung an den bisher eingetragenen. Braucht ihr nur einen Klick drauf machen und könnt dann den Creator-Code direkt übernehmen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir gehen rein in Siegesrausch, denn ja, gestern sind da nicht mehr so viele Spiele dazugekommen, beziehungsweise gar kein Spiel. Deswegen müssen wir da gucken, dass wir heute nochmal hier 2 Spiele schnell durchbekommen. Ja, beliebt. Ja, Portalwächter nehmen wir auch mit und den Harlekin. Dazu nehmen wir eine Trixie mit. Magierobe, Angriffsgeschwindigkeit und das Feld der Schnelligkeit nehmen wir auch noch mit. Das sollte passen. Let's go. Let's go. Der Gegner braucht ein bisschen länger. Und jetzt geht's los. Banshee. Okay. Mal schauen. Vielleicht gleich nochmal ein bisschen Werbung, um sich doch die Banshee zu holen. Werden wir gleich sehen. Ansonsten wird die Woche sowieso ein bisschen knapp werden bei mir mit der Zeit. Wir haben ja ein großes Wrestling-Event, wo am Donnerstag das schon losgeht mit dem Superstore, der da in Berlin sein wird von der WWE aus. Und am Freitag ist dann schon ein Event, Samstag ist ein Event. Ja, vielleicht ist ja da auch jemand von euch dabei. Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Das wäre doch auch mal interessant zu wissen. Und dann würde ich sagen, ziehen wir den hier erstmal hier rüber. Zack. Oh, das war gut. Das war sehr, sehr gut sogar. Den reinigen wir hier einmal. Trixie nicht vergessen. Oh ja, sehr, 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 sehr gut. Zack.
Zack, zack, hier holen wir uns das Schnelligkeitsamulett noch. Dann boosten wir den hier, sichern aber auch hier den. Dann ist erstmal alles hier safe. Und dann würde ich sagen, machen wir hier hin. Zack, und den auf 4. Bin gespannt. Banshee auch sehr, sehr stark. Allgemein, also die auf Max zu haben, wäre auch nochmal eine Sache. Aber ich weiß nicht, ob ich da jetzt alle Glocken reinhauen soll. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, was ihr machen würdet. Ob ihr es riskieren würdet, alle Glocken in die Banshee rein oder doch lieber noch warten. Obwohl ich langsam das Gefühl habe, bevor da der Harlekin das nächste Mal reinkommt, haben wir den wahrscheinlich schon auf Max. Und dann werden wir es wieder bereuen, dass wir die Banshee nicht geholt haben, ne? Wahrscheinlich. Wenn das dann vielleicht die nächste Einheit ist, die wir hochleveln wollen. Schwierig. Da bin ich immer auf euch jetzt hier angewiesen. Auf eure Tipps. Den Dreier hier mit dem tauschen wäre cool. Können wir aber nicht, weg damit. Ja, das sieht schon gut aus. Zack. Ah, wir haben keinen Dreier gerade. So kurz abwarten. Gleich Boardstuck. Jetzt nicht mehr. So, wir machen hier, dann kriegen wir nämlich noch das Schnelligkeitsamulett. Das kann, ne? Okay, können wir es wenigstens weglöschen. Deswegen ist es in Ordnung, obwohl ich den natürlich auch lieber auf dem Board hätte, den Vierer. Schade eigentlich. Ja, jetzt haben wir ihn gelöscht, gut. War ein bisschen Panik-Move, aber ist okay. Zwei davon. Muss ich erstmal so machen. Den ist auf 2, ja doch, können wir machen. Können wir machen, dann können wir den hier trotzdem noch sichern. So können wir den hier leveln. Zack. Zack. Zack, komm. Jawohl. 2er, schade. Hat auch nicht geklappt. Boah. Jetzt eine Raid. Die darauf, da kommt ein Dreier raus, da rein. Das wäre gut. Oder so. Na, klappt auch nicht ganz. Noch eine Dry-8. Packen wir hier rauf. Na, vielleicht noch eine, dann könnten wir den hier auf 3 hauen. Na, schade, kriegen wir nicht mehr zusammen. Vor dem Chaos wäre es auch noch geil gewesen. Okay, das passt aber. Ja. Das Ding gewinnen wir. Der gibt auf. GG. Sehr schön. Ja, ich wollte ihm eigentlich noch gutes Spiel schreiben. Danke. Das ist sehr gut und direkt rein ins nächste Spiel. Mal gucken, 2 Spiele am Tag, ob das ausreicht. Klingtänzerin. Schwert. Da sind wir wieder. Wie gestern. Oh, was nehmen wir denn da? Ich würde gerne beides nehmen. Und Schreddermeister eigentlich nicht so gut für das Deck. Oder wir nehmen doch die Standklinge mit dem Schreddermeister. Wir gucken mal. Gestern lief es nicht ganz so gut. Jetzt gucken wir mal. Dann ist es jetzt aber die richtige. Erwachtes Schwert. Jedes Wachstums. Probieren wir es heute nochmal gewollt mit dem Talent. Bin gespannt. Der Seebär gegen uns. Ja, schnell nach da oben, dass hier die Diagonalen gesammelt werden können. Schnell, 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 jawohl. Ja, der kriegt schon mal die erste. Das ist gut. Mal kurz den mal hier rüberziehen. Ja, wir können. Ja, doch, doch, doch.
Eine Statue wäre noch cool, ne? Schön. Ja, es ist riskant jetzt die Beine zusammenzuziehen. Okay, ein bisschen Glück gehabt. Yes, können wir den wegsnacken. Den hier auch. Zack. Ein Zweier würde ich tatsächlich behalten. Okay. Hätten wir vorher benutzen können. Bin gespannt. Obwohl der B-Seebär an sich so. Kann man gewinnen, denke ich. Ist nicht aussichtslos. Klar, der blockt es dann immer. Das dauert ja auch nicht so lange. Board theoretisch ganz voll machen wäre gut, aber ja, passt nicht mit unserer Aufstellung. Zumindest die sieben Klingen wären nicht schlecht. Nee, der hat uns die Mana-Produktion gerade eingestellt. Blech. Zack. 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 Bam. Na, leider kein Doppel-Upgrade. Schade. Boah, Wacht ist schwer. Das wäre gut, wenn wir es einsetzen. Hexenmeister als nächstes, jawohl, komm. Ja, das sieht schon gut aus. Sieht ganz okay aus. Gut, vielleicht noch nicht. Das ist okay. So, den können wir immer noch nicht einsetzen, leider. Fehlt uns noch ein bisschen was. Jetzt können wir ihn einsetzen. Let's go. Das wird knapp auch trotzdem schon, ne? Die Rave fängt schon an zu laufen, ganz schön. Und er hat immer noch den Frost dabei, der das alles ein bisschen verlangsamt. Der Frost kann es am Ende sein hier. Bin ich mal gespannt. Decks. Ah, der Chaos kann jetzt schon knackig werden gleich. Wir werden den mal auf jeden Fall aufheben, dass wir den Recycler-Schaden da haben gleich. Ich denke aber, dass er ihn auch hitten wird, aber ihm macht es tatsächlich nicht ganz so viel, ne? Das ist die Sache. Bei uns wäre es deutlich schlimmer. Und der hittet uns safe. Und guckt es euch an, er stellt uns nur Raids hin. Und er schafft den sogar. Ja, das Ding werden wir wieder verlieren. Oh, wir haben den auch fast geknackt. Ich fasse es nicht. Ich fasse es ja nicht. Recycler können wir auch nicht anmachen. Das wird nichts. Wir können noch kurz hoffen, dass er bei ihm jetzt irgendwie durchrennt, aber ich glaube es nicht. Kriegen auch keine Einheiten mehr gespawnt. Nur ganz wenige. Zack. Hier vielleicht nochmal was. Komm, jetzt hier ein Vierer noch. Nee. Da retten wir nichts mehr über die Zeit. Gutes Spiel. Müssen wir uns wieder mit dem Deck geschlagen geben. Okay, also, wenn wir es nochmal bekommen, dann machen wir auf jeden Fall die Move-Klinge. Das war leider nichts. Seebär besiegt uns dort. Wir bekommen aber trotzdem ein paar Belohnungen. Let's go, wir gucken mal. Ein paar
Glocken gibt es hier nämlich wieder. Und die nehmen wir doch gerne mit. Da sind wir doch am Sammeln. Und ich überlege immer noch, ob ich doch in die Banshee reingehe. Dabei könnt ihr mir gerne mal helfen. Schreibt es mir mal in die Kommentare. Würdet ihr in die Banshee gehen? Jetzt zum jetzigen Zeitpunkt mit meinem Account, so wie ihr es habt. Weil die Sache ist, bis hier der Harlekin das nächste Mal kommt, ist das Safe schon auf Max. Und danach wäre ja vielleicht die Banshee so eine der nächsten Einheiten, die man angehen könnte. Die ist auf 10, auf 11 hatten wir sie schon. Mit den Karten würden wir sie fast schon auf 12 bekommen aus den Glocken. Dann könnte man da langsam weiter dran arbeiten. Ja, schreibt es mir wie gesagt gerne in die Kommentare. Würde ich mich sehr darüber freuen, über ein paar Tipps von euch. Und ansonsten sammeln wir hier noch schnell alles ein, was hier noch zum Einsammeln ist. Ein paar Quests, let's go. Und ja, dann sind wir durch. Wir kommen zu den Supportern des Tages. Das wären Anonym zweimal, Sunny HB, Anonymous, Paul Berger, Jojo, was geht? Anonym, DN Greggy, Urlaub ist zu Ende und das Event ist noch unberührt. Let's go und Kuss an die Nachteulen. Oh, ich drück dir die Daumen, dass du ein paar Bäume bekommen hast, Greg. Vielen lieben Dank für deinen Support. Mr. X ist mit am Start. Mewtwo ist zweimal mit am Start und einmal schreibt da iOS, liebe Grüße. Vielen lieben Dank. Dann nochmal der Mewtwo und nochmal und nochmal und nochmal. Kuss, Kuss, Kuss und nochmal. Vielen lieben Dank für 11 Stunden und vor einer Stunde der Shots Kuckuck. Vielen lieben Dank für euren Support. Kuss geht raus an euch alle und dann bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, haut rein und ciao, ciao.